das kommt alles da rein. Das ist alles richtig. Rein theoretisch. Die Munition kommt ja hier raus. Die rote. Und geht hier nach links. Geht da durch den Tunnel. Kommt da raus. Was geht denn da jetzt gerade ab, Alter? Ach nee, ich dachte gerade, das ist ja unten. Und die werden schon in den Türmen. Alter, ich habe das gerade ganz kurz falsch rum gesehen. Boy, mach nicht den. Warte, wo war ich jetzt? Genau. Warte, ich muss mal ganz kurz nochmal eben gucken. Es tut mir leid, das ist aber so verwirrend, wenn man sich das nach Monaten nochmal angucken muss. Weil die Fliese sind halt alle leer. Das ist halt der große Faktor. Ich muss die Maschinen anmachen, um später genau zu sehen, wo was ist. Das ist mich sonst echt so kompliziert. Weil es ist halt sau für Fließbandgedönse hier. Weil hier ist ja das Riesenlager. Hier wird ja alles gelagert, was irgendwie lagerbar ist. Ne? In jede Kiste kommt ja später dann was eigen... Warum sind da Sachen dran? Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es eigentlich so gedacht, dass halt hier einmal alles reingelagert wird. Warum die da jetzt genau drin sind, weiß ich auch nicht, weil eigentlich sind die gefiltert, die ganzen Kisten. Manche aber irgendwie nicht. Die erste Reihe ist ganz komplett nicht gefiltert. Weil eigentlich hat jede einzelne Reihe, na, wie ihr seht hier, das sind alles zum Beispiel grüne Schaltkreise, so einen eigenen Filter dran. Da sieht man ja auch da unten ganz gut. Der hat übrigens zum Beispiel gar keinen drin, witzigerweise. Wieso hatte ich da keinen drin gehabt? Auch da ist keiner drin. Das sind Sachen, die habe ich halt vergessen, Alter. Hier war der Effektverteiler. Und das nächste ist dann schon direkt die Platte. Weil dann halt das getrennt ist, genau. Weil dann sind dann die Ressourcen so getrennt. Das macht dann Sinn. Okay, ansonsten... wäre hier das erste Reparaturkit. Die sind hier. Und da ist dann Wasserauffüllung. Die ist dann da. Landaufschüttung, wie ihr seht, gilt genau in der Reihenfolge, wie es auch hier aufgelistet ist. Das heißt, hier geht es bis zu den Kisten. Weil die Fließbänder sind auch da. Da sind die Lagertanks, da sind die Kisten. Das heißt, ab hier dürfte es rein theoretisch gar keine Filter mehr geben. Trotzdem habe ich da noch welche reingebaut. Erklär das mal bitte einer. Das müssten dann jetzt halt eigentlich die hier sein, ne? Roboter... Dingens, weil die halt von da kommen. Das sind ja halt die Anbieterkisten. Das sind die ganzen Landminen, Roboter, Munitionsarten und so weiter. Wenn wir jetzt sich rückwärts gehen, sind das hier... Landminen... Munition... Bis hin zu dem, der noch gar nichts hat. Genau, weil ich das nämlich nicht drin hatte. Was für ein Roboter war das dann? Das war nämlich dann wieder der letzte Kampfroboter. Deswegen hat er keinen Filter drin, ne? Okay. Ich sag's euch, versucht euch das mal monatelang zu merken, Alter. Das ist nämlich der hier. Die Zerstörerkapsel. Wir forschen ihn einfach mal. Dann ist das nämlich ganz auch schon mal geklärt. Dann können wir mich dem schon mal machen, weil ich das mich das nächste Mal wieder zurückverfolgen muss. Weil es nicht genau die, die dann da unten in der Produktion fehlt und auch hier in der letzten Filterkiste fehlt. Weil dann macht es mich auch wieder Sinn, wenn wir jetzt hier lang gehen. Weil die haben natürlich auch keinen Zugzugang, weil die kommen hier durch die Anbieterkisten rein. Ne? Deswegen gibt es ja auch hier jetzt dann zum Beispiel auch die ganz anderen Filter. Und da hört es halt auf, weil da ist halt die Zerstörerkapsel dran. Hier sind die anderen beiden. Da ist dann Radar. Was haben wir dann hier? Dann haben wir die beiden Granaten. Na? Dann kommt der Sprengstoff. Hier kommt Artillerie-Shells. Da kommen Kanonenschüsse. Und Minen. Natürlich Uranversetzter. Wieso ist da die rote Munition nicht drin? Wieso sind die nicht mit eingebaut? Das war bestimmt, welche ich nicht brauchte. Ich mache mal ganz kurz eben meine Excel-Liste auf. Weil ich habe mich, glaube ich, bestimmt dagegen entschieden, dass ich die überhaupt nutze. Deswegen ist die wahrscheinlich nicht dabei. Ich guck mal ganz kurz nach. Munitionstechnisch hatte ich nicht. Uranversetzte Munition 0. Genau, weil die war mich gar nicht mit eingeplant hier. Weil ich die halt einfach nicht brauche, weil ich nur mit den normalen Kanonengeschossen schieße. Weil die irgendwie geiler waren, ich weiß es nicht mehr genau. Deswegen gibt es sie auch in der Produktion ja nicht, weil ich die halt gar nicht haben möchte.
Deswegen gab es die da auch nicht in den Kisten. Richtig, richtig, richtig. Deswegen gibt es auch, glaube ich, die Granaten jetzt hier auch nur teilweise. Ne, weil hier haben wir ja auch die beiden Granaten, aber die beiden normalen Granaten gibt es halt gar nicht. Weil die auch nichts mit Uran zu tun haben und hier gar nicht produziert werden. Die sind dann wahrscheinlich aber später hier irgendwo mit drin gewesen. Glaube ich. Oder halt auch eben nicht. Ich weiß es nicht. Das müssen wir alles gucken, wenn es einzeln läuft. Aber ansonsten, ich versuche gerade trotzdem herauszufinden, was da drin links drin war. Landminen? Granaten? Aber die normalen nur. Die dicke Munition hier und dann war die Uranmunition. Und hier keine Ahnung. Man weiß es nicht. Ansonsten ist das Problem, weil eigentlich den Treibstoff oben lang führen ist eigentlich voll beschissen. Am besten wäre es tatsächlich, das wäre glaube ich echt am klügsten. Auch wenn es vielleicht doof klingt, aber wir müssten eigentlich eine Station machen, da oben. Noch eine dritte, daneben. Also ganz im Ernst. Weil dann könnten wir eine Station da hinsetzen. Von da aus einfach den gesamten Treibstoff nach links durchleiten lassen. Und den hier unten einfach da sammeln. Dann ist doch der Führungsweg langsamer. Und auch hier können wir dann auf eine Linie verzichten, die dann da so komisch quer durchläuft, weißt du? Das wäre dann vielleicht sogar tatsächlich besser. Die Frage ist, wie kriege ich das jetzt hier rein und wohin packe ich das? Da kommen noch die Raketen. Ah, das sind wahrscheinlich die Atomraketen, die da drin sind. Weil die Reihenfolge hier ist ja dieselbe, wie auch hier die Kisten eigentlich sind. Weil das hier ist ja, wie ihr seht, da kommt die Uranmunition raus. Das heißt, da ist in beiden Uranmunition drin, deswegen ist die hier auch als zweites. Dann sind da nämlich Atomraketen drin. Dann ist hier die Shotgun-Munition drin. Die Shotgun-Munition kommt von da in der Anbieterkiste, weil die mich genau da drin ist. Das heißt, die kommt dann aus dieser Anbieterkiste raus von beiden Seiten. Deswegen ist das auch die dritte. Hier sind die Granaten, weil die Granatenproduktion hier irgendwo in der Nähe sein muss, weil sonst würde es nämlich keinen Sinn machen, warum die hier ist, ehrlich gesagt. Das müsste dann theoretischerweise, da ist sie nämlich. Die kommt mich dann da außen hin, weil sich das einfach gelohnt hat mit Eisen und Kohle. Die kommt dann dadurch. Hier. Weil die dafür genau benötigt wurde. Richtig, das war mich der Haken. Aber nicht nur da geht die rein. Sondern die Granaten, die werden ja hier gesplittet. Und gehen auch hier nach oben. Und da dann in die erste Anbieterkiste. Deswegen sind hier als nächstes auch Granaten drin. Weil die einfach in der Reihenfolge der Anbieterkisten Sinn machen. Danach war das nämlich sortiert. Und dann kommen auch die ganzen Minen, die dann hier anfangen. Und das zieht sich dann in einem durch. Wenn wir jetzt hier rauszoomen und uns hier angucken, auch wenn die Symbole sehr klein sind, das weiß ich. Schauen wir uns ganz kurz an, ob das jetzt nämlich stimmt. Dann ist nämlich da als nächstes die Landmine. Da müsste die normale... Okay, ganz kurz gucken. Geht noch. Da müsste nämlich jetzt die Kanonengeschosse sein, die Uran versetzten. Dann die Artilleriegeschosse darunter. Da müsste jetzt der Sprengstoff kommen. Dann kommt jetzt hier die beiden Granaten. Genau. Dann kommen da die Radare. Dann kommen da die Roboter. 1, 2 und 3. Dann sind nämlich hier die beiden. Da sind die Roboter drin. Da die Atomraketen drin. Dann macht das Ganze wieder Sinn. Gott, da muss man erstmal wieder klar drauf kommen. Wenn das jetzt hier mit alles am Laufen gewesen wäre, hätten wir direkt sehen können, wo was langläuft, dann wäre das alles easy gewesen. Aber das wusste ich ja leider nicht, das tut mir leid. Auf jeden Fall kommt hier halt das Fließband her für die Atomraketen, die halt da drin sind. So, jetzt bin ich wieder drin. Solange man das rekonstruieren kann, ist alles easy. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir hier nur noch eine Kiste hinkriegen, weil die sind jetzt natürlich voll. Na, da, die Reihen sind voll. Hier geht es dann weiter mit, das ist jetzt in der richtigen Reihenfolge von dieser Produktion hier, das heißt also Kisten und bla bla bla. Da geht dann alles durch, mit Greifarmen, die Art und Weisen, die man da braucht halt, ne? Die Stapel- und filternden Stapelgreifarme und auch die roten, plus die drei Fließbandarten. Dann haben wir hier die Strommasten, die beiden, auch die Substation haben wir hier, dann haben wir hier die beiden Rohre, die Dinger da, dann haben wir die Fließbänder, die Stationen mit den Signalen, Züge, Waggons, Artillerie-Waggons, auch wenn wir die theoretischweise nicht brauchen würden als Lagerplatz, haben wir sie trotzdem. Hier haben wir die beiden Roboter, hier haben wir dann die Lampen und die ganzen Böden. Weil den Rest können wir selber produzieren, so, das passt. Dann haben wir hier nämlich die zweite Seite schon. Da haben wir dann jetzt auch die ganzen Kisten
Die ganzen. Hieß noch schon, die ganzen Reparaturkits. Die beiden da. Das kann man natürlich alles jetzt hier nicht weglassen. Das gehört alles dazu. Der ganze Atomkram natürlich auch. Solarpanel und Strom und sowas. Na klar. Hier sind natürlich die ganzen Maschinen und Öfen, falls man die braucht. Chemiefabriken. Effektverteiler, die werden sowieso immer gebraucht. Und hier haben wir dann einen Leerlauf, weil hier endet das. Die Module werden hier, glaube ich, nicht mit eingelagert. Was eigentlich total doof ist, weil eigentlich müsste ich die mit einlagern hier. Aber Module nutze ich ja eh. Speed-Module auf jeden Fall. Deswegen sind die beiden frei. Speed-Module und Produktivitätsmodule und Effizienz kommt nicht rein. Deswegen sind die frei geblieben. Ja, ja, ja. Und da macht das alles auch wieder Sinn. Merkst du? Das ist schon smart alles. Bin ich ehrlich. Da habe ich ja schon drüber nachgedacht auch. Das heißt, das ist bis zum Ende hin alles durchdacht. Jetzt haben wir es so gemacht, dass wir hier 4, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4. Auch das passt und alle Kisten sind komplett besetzt. Nochmal ganz kurz da checken. Das heißt also, da sind die Module drin, das macht Sinn. Dann haben wir hier natürlich auch die beiden Platten. Klar, dann kommt Stahl, dann kommen Zahnräder. Dann kommen die beiden, oder die drei Schaltkreise, nehmen wir sie mal. Mauern, Tore. Tore könnten wir schon fast drauf verzichten, lassen wir trotzdem. Und die vier Geschütze drin. Wo setzen wir da jetzt den Treibstoff hin? Und da finde ich es, glaube ich, am einfachsten, wenn wir einfach ein Fließband hinsetzen, weil das muss ja eh hier durchgeführt werden. Da müssen die ja eh mitbefüllt werden. Die Frage ist, wo setzen wir das lang? Aber das will ich auch so durchziehen, bin ich ehrlich. Das heißt, das muss dann auch hier langkommen. Das heißt, das wird jetzt einmal alles rumgedreht. Bis dahin. Und das müssen wir dann später abreißen. Dann können wir hier auf den Tunnel auch verzichten. So. Auf das können wir verzichten. Und das kommt nach links. Das hatte ich einmal, damals wahrscheinlich anders geplant gehabt, aber jetzt ist das halt so rum. Das ist eine Sache, die hätte ich ja vorher gar nicht wissen können, so. Das kommt dann da durch. Das weiß ich zum Glück noch, wie ich da die Reihenfolge hatte, weil es gibt eine generelle Regel bei den Fließbändern, wer tunnelt und wer nicht. Tunnel muss immer derjenige, der unwichtiger ist. Das heißt, in dem Fall ist halt das Uran selber als Vorprodukt wichtiger als das Endprodukt. So habe ich zumindest die Theorie immer gehabt. Auch hier, die Raketen sind unwichtiger, deswegen sind die am Kreuzen, weißt du? Einzige Sache, wo es halt nicht funktioniert, ist bei den Dingern hier, bei der, ich nenne es mal Hauptlinie so, da tunnelt die Hauptlinie, auch wenn es die Rohproduktion ist, weil es sonst einfach tunneltechnisch nicht umsetzbar ist, weil nur ein Platz dazwischen ist. Deswegen ist das der einzige Ausnahmepunkt gewesen. So, jetzt teilen sich die natürlich dann hier so. Der kommt dann da lang. Wie setzen wir den jetzt zum Ziel runter? Weil mittendurch oder durch die Produktion hier durchgehen, will ich eigentlich gar nicht. Wie kriegen wir den da am besten hin, ohne dass es jetzt eine totale Katastrophe wird? Tja. Ach, da kommt gleich die rote Munition durch. Was kam da nochmal durch? Okay. Ich hab das ja schwer verloren, scheiße. Warte mal, in der roten Munition brauchen wir was? Okay, irgendein Rohstoff kommt da durch. Ist ja egal, passt schon. Alter, what the fuck, Junge. Naja, ich hab mir da, ich bin ja schon ein bisschen stolz immer noch drauf, wie es aussieht hier. Ich hab mir damals so viel Gedanken dabei gemacht, ey. Holy shit. Das ist eine so komplizierte Fabrik eigentlich. Oh, Mann. Okay, aber wo leiten wir das jetzt durch? Weil irgendwie müssen wir. Das war auch der Grund, warum ich das damals oben lang geleitet hatte. Weil mir hier kein fünftiger Weg eingefallen ist. Aber hier macht es auf jeden Fall mehr Sinn, ehrlich gesagt. Theoretischerweise könnten wir hier einen Tunnel setzen, aber der reicht nicht so weit, leider. Deswegen ist das nicht machbar.
Außer wir lassen den hier vorher abbiegen und da durchtunneln. Das geht aber nicht, weil da ein Tunnel ist. Das heißt, da müssen wir dann doppelt tunneln, das funktioniert nicht. Hier durch die Mitte durchqueren können wir nicht, weil sonst wäre es nicht symmetrisch. Das wäre also auch absolut hässlich. Was wir theoretischerweise tun könnten, rein theoretisch, aber stromtechnisch schwer umzusetzen, weil da müsste der nämlich eins tiefer gehen. Den müssten wir da ansetzen, das ist machbar tatsächlich. Wäre, wir könnten den da langlaufen lassen. So. Und dann hier in der Mitte, von da aus den Tunnel da durchführen, ist aber zu lang. Da das zu lang ist, ist das schon mal eine doofe Lösung. Deswegen machen wir es doch lieber so. Ist auch hier mit dem Dings, ehrlich gesagt, ordentlicher. Das wäre eh eine hässliche Position gewesen zum Durchlaufen. Außerdem ist es hier so mittig, das ist ja auch nicht das Wahre dann. Das gefällt mir nicht. Sinnvoll wäre es aber trotzdem, das irgendwie mittig zu machen, damit es von beiden Seiten hier hingeführt wird. Aber ich weiß noch nicht wo. Also hier durchkommen ist schwierig. Hier mitten durch die Produktion durch will ich nicht. Das wäre mich dann nur hässlich, ehrlich gesagt. Wenn es natürlich nicht anders geht, dann machen wir es natürlich trotzdem. Das habe ich ja hier schon mal in einer ähnlichen Variante gemacht, da, wie man sieht. Da ging es dann hier in die Kiste. Das war dann, ja, die Raketen. Die haben wir genauso da durchgeschickt, weißt du? Das geht natürlich dann. Das kann dann dadurch das Ding und da dann die Anbieterkiste. Das ist natürlich cool. Könnte man natürlich rein theoretisch einfach dann parallel daneben setzen, ehrlich gesagt, ne? Das wäre vielleicht sogar doch die beste Option, aber es geht dann hier mit dem Tunnel schlecht. Es sei denn... Was kam da nochmal durch? Weiß das einer? Scheiße. Was war das hier? Okay, es geht dann da in die Munition irgendwie rein. Bis hierhin. Wird also wahrscheinlich Eisen oder Kupfer sein. Und das ist wahrscheinlich dann das Restzeug, was dann zurückgeschickt wird. Wir folgen ihm trotzdem mal ganz kurz, nur aus Interesse eben. Aber hier müsste eigentlich Eisen und Kupfer zurückgeschickt werden. Genau, das ist dann eine der Restlinien. Ja, ja, nee, das macht Sinn. Aber dann ist ja theoretisch weiß egal, würde den dann früher abbiegen lassen, ne? Mir kommt mich gerade dann die Idee, den einfach früher abzuschieben, so gesehen. Und wir machen mal einen langsamer kurz, pass auf. Dann machen wir nämlich... Was passt mich ja noch da? Hier eine Verbindung. Ist das eine komplizierte Scheiße, Alter. So. Auch der. Zack. Das ist richtig. Und der kommt dann da lang. So. Ist prinzipiell dasselbe. Nur einmal andersrum. Das ist doch jetzt eigentlich kein Problem, oder? Weil ich will hier kein Provisorium aufbauen. Es darf hier nichts provisorisch reingebaut werden. Das muss alles seinen Platz haben. Weil es ja der Sinn ist von dem vorherigen Plan, weil wenn das jetzt ein Provisorium wird, egal durch welchen Grund auch immer, ist das eine sehr schlechte Art und Weise, wie ich es bauen könnte. Und deswegen will ich das am besten so gut wie möglich als finales Produkt auch bauen, ohne dass ich nachher dann irgendwie sagen kann, ja, es sieht alles hier nur so provisorisch gebaut aus. Das ist hässlich. Das geht nicht. So. Machen wir hier ganz kurz das Gleiche. So. Das ist, glaube ich, der beste Ort, den ich dafür nutzen kann, ehrlich gesagt. Jetzt war natürlich eine Kiste da unten, das heißt, wir könnten das trotzdem irgendwo einlagern. Theoretischerweise macht Sinn, wenn wir es dann trotzdem hier auch einlagern, damit wir hier kein Fließband langlaufen haben. Und von aus der Kiste das dann rausnehmen und das dann ruhig hier links davon hinsetzen, als eine Sonderkiste, weil es davon dann rausgenommen wird. Das ist dann sogar vielleicht sogar optisch noch echt perfekt. Ich bin gerade tatsächlich zufrieden, wie es hier läuft, wenn ich ehrlich bin. Sehr schön. So, den könnte man zum Beispiel schon mal da langlaufen lassen. Das hier abreißen. Das durchschicken. Das sieht gut aus. Achso, mit der Beise, die befüllt wird. Ich dachte mal gerade schon so, was, wo kommen da noch mal Raketen her, lol? Ja, selbst verwirrt mal wieder Klassiker. Scheiße.
Ich finde, der sollte hier da lang laufen. Immer die äußere Linie. Das sind jetzt nur diese ganzen kleinen Mini-Änderungen, die jetzt eigentlich auch egal sind. Aber wenn wir es schon richtig machen, dann komplett richtig, weißt du? Zack, das haben wir. Das machen wir jetzt doch auf der anderen Seite auch. So, meine lieben Roboter, folgt mir bitte mal ein bisschen schneller hier. So, das kommt natürlich dann mit dem Treibstoff zusammen. Das müssen wir jetzt noch irgendwie machen, ganz kurz. Ach, kommt mal ganz kurz rein, bitte, Jungs. So. Den müssen wir ganz kurz in die andere Richtung laufen lassen. Ist das eine komplizierte Kacke, Alter. Ja, warte, ich mach mal ganz kurz eben Speed 1, wenn ich das ganz kurz sehen kann. Mach mal bitte ganz kurz den ganzen Kram da oben weg. Den brauchen wir nicht mehr. Okay, auf geht's.